Lange Autofahrten sind in mehrerer Hinsicht anstrengend. Zunächst einmal ist langes Sitzen per se ungesund und gerade beim Autofahren führt die etwas unphysiologische Körperhaltung häufig zu Verspannungen im Schulter- und Nacken- und Rückenbereich. Darüber hinaus müssen wir im Autofahren ständig aufmerksam sein, spricht in der Psychologie von Alertness. Wir sind immer in einem Zustand, wo wir potenzielle Gefahrenquellen versuchen zu entdecken und abzuwenden, sodass es Sinn macht, auch bei längeren Fahrten gelegentlich mal kurze Pausen für Entspannungsübungen zu nutzen. Der einfachste Zugang zur Entspannung führt häufig über den Atem. Und hier ist es so, dass viele Menschen gelernt haben, eher in den Brustkorb zu atmen, was eigentlich unphysiologisch ist. Es ist hier also bei der Einatmung eher der Brustkorb hebt und nicht der Bauch. Und wenn man die tiefe Bauchatmung oder Zwerchfellatmung trainiert, kann es häufig an sich schon entspannend sein. Das kann man auch beim Autofahren gut machen, wenn man einfach mal zur Seite fährt, eine möglichst aufrechte Körperhaltung einnimmt und dann einfach mal vielleicht auch mit der Hand spürt, wo der Atem hingeht und versucht bewusst in den Bauch zu atmen. Bei der Einatmung hebt sich der Bauch, bei der Ausatmung senkt sich der Bauch. Muss man auch ruhig mal bewusst forcieren kann. Einatmen, der Bauch hebt sich, ausatmen, der Bauch senkt sich. Und wenn das gut funktioniert, kann man noch ein bisschen die Schwierigkeit steigern und das Ganze noch mit einer Konzentrationsübung kombinieren. Dadurch wird nicht nur der Körper entspannt, sondern auch der Geist. Und die Idee ist, rückwärts zu zählen, während man atmet. Also bei jeder Ausatmung langsam von 10 bis 0 rückwärts zu zählen. Sie also wieder einatmen, aufrecht sitzen und spüren, wie sich beim Einatmen der Bauch hebt und beim Ausatmen senkt sich der Bauch und Sie beginnen innerlich mit 10. Atmen wieder ein und beim Ausatmen die 9. Einatmen und die 8. Bis hinunter zu 0. Und wenn Sie dann entspannt sind, wunderbar. Ansonsten können Sie gerne auch nochmal von vorne beginnen. Eine gute Entspannungsmethode auf langen Autofahrten ist die progressive Muskelentspannung, bei der es darum geht, zunächst den Körper bewusst stark anzuspannen und anschließend die Entspannung wahrzunehmen, wodurch nicht nur der Körper sich entspannt, sondern auch der Geist. Und wenn wir schon im Auto sitzen, können wir auch das nutzen, was da ist. Die Idee ist es, nicht unbedingt während der Fahrt zu machen, sondern zum Beispiel bei einer Pause oder wenn man mal kurz rechts ranfährt. Und die Idee ist hier dann einmal das Lenkrad zu greifen, als würden Sie normal fahren, allerdings den Körper etwas mehr aufzurichten, nicht so in sich zusammenzusacken und die Schultern ein bisschen nach unten zu ziehen und den Kopf auch bewusst mal nach oben zu strecken. Und dann geht es darum, den ganzen Körper einmal bewusst anzuspannen. Also einmal das Lenkrad festgreifen, Unterarme, Oberarme anspannen, die Schultern nach hinten und unten drücken und den Kopf nach oben rauszuziehen. Und auch ruhig einmal die Füße bewusst in den Boden zu drücken und ruhig einmal so kräftig anspannen, wie Sie nur können. Nur 2 oder 3 Atemzüge, denn das Atmen dabei sollte nicht vergessen werden. Tief einatmen und ausatmen und dabei die Spannung halten und dann einmal bewusst lösen und in die Entspannung hineinzuspüren. Einmal zu gucken, wie sich der Körper anfühlt im Vergleich zu vor der Übung und einmal zu spüren auch, wo genau Sie die Entspannung wahrnehmen. Und das können Sie dann gerne auch nochmal wiederholen und immer nur so lange halten, wie es für Sie jeweils angenehm ist. Auf langen Autofahrten kann man vielleicht auch mal bewusst aus dem Auto aussteigen, um den Körper ein wenig zu entspannen. Einfach mal spüren, wo im Körper denn Verspannungen sind. Und oft ist es tatsächlich im Schulter-Nackenbereich, dass es hier tatsächlich helfen kann, sich mal bewusst aufzurichten und ein paar ganz einfache Übungen aus dem Yoga zu machen. Beginnen wir zunächst damit, dass einfach der Körper aufgerichtet wird, eine entspannte, aber trotzdem bewusste Körperhaltung und dann einfach den Kopf langsam nach links und rechts zu bewegen. Ein bisschen Dehnung darf gerne kommen. Soll noch angenehm sein, auch mal zur Seite kippen, auch mal das Kinn zur Brust bringen und dabei auch gucken, wie sich der Rest des Körpers anfühlt. Ein wenig nach hinten, nicht zu weit. Und wenn Sie mögen, können Sie einmal versuchen, die Hände hinter dem Rücken zusammenzubringen
Es muss gar nicht funktionieren, es reicht schon, wenn man es nur andeutet und dabei auch gucken, dass die Brust sich öffnet und die Schultern eher nach hinten unten gehen, nicht nach vorne zusammenfallen. Noch einmal in die andere Richtung, immer auch beide Seiten dabei anspannen und entspannen. Dann noch einmal bewusst nachspüren, wo vielleicht noch Verspannungen sind, die man noch mal bewusst lösen kann.